Liebe Fatma, du hast dir gewünscht, dass wir keinen Vortrag eines Kunsthistorikers, Wissenschaftlers oder was hier engagieren, sondern dass wir zwei miteinander reden. Du wirst gleich sehen, was du davon hast. Wir haben das aber, du hast das aber schon mal mit mir gemacht, vor drei, vier Jahren. Hast du für den Makati Kunstverein zusammen mit ihrem Mann, Kai Klein, der gleich da steht, übrigens da unten, ist die Krimilde, die Tochter, genannt Krimi, oder? Ja. Und ich muss vorher ein ganz kleines bisschen abschweifen, weil unsere Hornistin Jerika heißt, die aus Japan kommt und für mich seltsamerweise den gleichen Namen Turnnamen trägt, wie die Erika Wakayama, die ihr eben gesehen hat, beim Bilderaufhängen zusammen mit dem Mann Johann Sturz. Und Erika Wakayama hat vor ungefähr 5 Jahren hier in dieser wunderschönen Halle ebenfalls bereits ausgestellt, wenn ihr euch erinnern mögt, lange auf Reispapier gemalte Bilder in ihrem bekannten, dezenten Art. So siehst du diesen Raum wieder mal. Also, vielen Dank, Erika, Erika und Johann. Zu unserer Artistin Erika noch kurz. Ich habe sie vorher gefragt, sie hat in das Jahr lang in Nürnberg an der Musikhochschule Horn studiert, fertig, mit Erfolg abgeschlossen, übt jetzt, wie gesagt, und sucht ein Engagement in einem Konzert, in einem Orchester. Also wenn hier ein Orchesterleiter unter euch ist, da ist eine tolle Hornistin auf uns. Oder vielleicht lernt ihr jemanden kennen. Die Ausstellung heißt, da muss ich aber wirklich ablesen, Glück, Kühlen, Küchen. Die Übersetzung, das ist türkisch, die Übersetzung steht oben drüber, Lärm im Himmel. Und bedeutend tut das im Deutschen Donner. Ich finde das einen wunderbaren sprachwitzigen und auch sprachmelodischen Ausdruck. So ist die türkische Sprache oftmals. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, zum ersten Mal darüber nachzudenken, wo ich die Fatma schon einige Jahre kenne. Ach ja, eigentlich hat sie ja auch einen türkischen Namen, türkische Abstammung, aber Erika, du bist hier aufgewachsen, du sprichst ja fast Fränkisch. Wie kommt's? Was ist dein... Ich bin unterfränkisch. Ich bin unterfränkisch, eigentlich. Aber ich lebe schon seit über 20 Jahren in Nürnberg. Also irgendwie auch mit... Aber ich bin Fränkisch. Ja, also ich bin auch zufällig in Nürnberg geboren. Genau, mein Vater war Türke, meine Mutter ist Deutsche dazu, das andere Bescheid ist. Genau. Ja, so soll ich denn? Du hast ja irgendwann mal kurz studiert, zu studieren genau. In Nürnberg. Ja, genau, in Nürnberg habe ich studiert, bei Thomas Hartmann. Warst du auch Meisterschülerin? Ja. Seit 2012 ich auch mal ja, kennt ihr euch beide? Warst du nicht auch Meisterschüler? Genau. Und bin 2012 aus der Hochschule raus. Also seit 10 Jahren. Deswegen ist die Hochschule in Berlin. Wie oft schon?
Dreimal. Dieses Jahr wieder. Fatma war dieses Jahr in der Jury und hat sich wahrscheinlich deswegen nicht ausgestellt. Nicht ausgestellt, weil Jury mich ja nicht ausstellen. Als wir dich vor wenigen Monaten gefragt haben, ob du hier ausstellen willst, hast du eigentlich ziemlich schnell gesagt, dass das interessant ist, dann hast du aber doch erstmal diesen Raum angeguckt, was man besucht hier. Und dann hast du gleich gesagt, da muss ich mir was einfallen lassen, was Besonderes einfallen lassen. Dir ist was Besonderes eingefallen. Wie bist du dazu gekommen, was heute hier hängt, was passt? Warum passt das aus deiner Sicht wunderbar zu diesem Raum? Ja, ich bin nicht so gut mit Worten, aber ich versuche mich mal auszudrücken. Als ich das erste Mal hier war, ist es mir gleich aufgefallen, was ja auch ganz logisch ist, dass das hier mal ein sakraler Raum war, also der jetzt ungenutzt wird, sozusagen. Und ich finde es ein bisschen verstörend, dass ein ehemals so wichtiger Raum, und aus meiner Sicht, ich bin nicht christlich oder Muslim oder irgend sowas, aber aus meiner Sicht ein Raum, der so Menschen so wichtig war, jetzt ein Aufenthaltsraum ist, auf ein Stück weit. Und ein sehr schöner Aufenthaltsraum natürlich. Und ich, das hat mich sehr irgendwie ins Denken gebracht und ich wollte dieses Sakrale wieder aufleben lassen, zumindest für mich. Und habe mir quasi hatte so zwei Bewegrichtungen, also quasi so ein bisschen so dieser Gedanke auch, dass heute in der Gesellschaft aus meiner Sicht das ein bisschen, soll ich sagen, spirituelle, nicht Leitfiguren, also das Spirituelle, finde ich, etwas fehlt. Oder die Wichtigkeit sehr, es ist so privat, wenn man irgendwie religiös ist oder spirituell. Es ist immer sehr privat, jeder macht das für sich. Und das ging mir so durch den Kopf, dass ich das quasi versuche, sehr bildgewaltig, sagen wir mal, so bildgewaltig, wie ich das halt mache, hier reinzubringen. Genau. Habe ich irgendwas gesagt? Ja, ich bin schon. Hast du was gesagt, was interessant war? Was mich immer wieder bei Künstlern interessiert und deswegen stelle ich diese Frage auch öfter. Es gibt ja so viele unterschiedliche Produktionsherstellungsmethoden. Die einen gehen spontan ran, ohne zu wissen, wo sie hinwollen, andere gehen sehr zielgerichtet ran. Was bist du für eine Künstlerin? Welcher Typ bist du? Mehr die Spontane oder bist du mehr die Planerin? Hast du deine Farben vorher schon festgelegt? Liegen die da schon? Ich sage, dass du so langsam bist, weil wir haben den Raum hier besucht vor ungefähr 3 Monaten. Ja. Also so langsam scheint es nicht zu sein. Sag doch mal kurz was zu der Technik, auf was du gemalt hast, mit welchen Materialien du gemalt hast. Das finde ich nämlich auch gerade, also das interessiert mich sehr, diese Materialität. Das sind mit Halbkreidegrund grundierte Papiere und dieses Rot, was man da sehen kann auf allen Papieren, ist Eisenoxid mit Knochenleim und obendrauf ist Eitempera. Also ich weiß nicht, wem Eitempera was sagt, das ist halt ein Ei, gleiches Teil Wasser, gleiches Teil Öl gemischt und das kann man dann mit Pigment mischen und malen. Also das ist irgendwie, das ist gefühlt ganz anders als mit Ölfarben. Das hat etwas sehr materialistisch. Ich kann es nicht sagen, das ist halt sehr, für mich steht das Material sehr im Vordergrund. Im Gegensatz zu bei der Malerei ist man sehr flexibel und man kann in alle Richtungen, also bei der Ölmalerei und bei der Temperamalerei ist man durch das Material zwar sehr gebunden, aber es hat auch sehr starke Ausstattung. Das ist schon wieder so. Ich wollte eigentlich auf einzelne Sätze beschreiben. Ja. Aber es ist eigentlich. Nein, ich habe jetzt noch nur noch eine einzige Frage. Du bist ja, so wie ich, den Weg von dir als Künstlerin in den letzten Jahren verfolgt.
überregional arrivierte und bekannte Künstlerin. Künstler machen eine Entwicklung, ich glaube, da Bilder von vor 5 Jahren. Wo geht dein Weg hin? Wo meinst du, wohin deine künstlerische Entwicklung geht? Erika, tut das. Damit er fragt.